Hallo zusammen, ich hatte euch ja versprochen, dass es jetzt wieder ein bisschen mit Beauty weitergeht und im heutigen Video möchte ich euch meine Routine vorstellen, meine neue Herbstroutine, das heißt neu. Also die Routine, die ich jetzt so morgens und abends im Bad habe, um die sommergestresste Haut wieder so ein bisschen zu beruhigen, zu pflegen, denn der Sommer war ja doch sehr heiß. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass ihr die Haut immer gut vorbereitet mit einer guten Reinigung, einem Tonic oder einem Rosenwasser, um den pH-Wert der Haut wiederherzustellen. Ein Peeling ganz besonders ist zu empfehlen. Ihr wisst, was ich benutze. Ich benutze Dalton. Dieses Enzympeeling-Päckchen reicht für zwei Anwendungen. Diese sanften Enzyme sorgen ohne Rubbeln, ohne Reiben, auf natürliche Art und Weise dafür, dass Unreinheiten bzw. Hautschüppchen, überschüssiges Fett abgenommen wird. Und danach ist die Haut natürlich besonders aufnahmefähig. Ich habe wieder mal etwas euch vorzustellen, da ich auch einen Rabattcode habe von der Firma Beauty Mates. Beauty Mates ist ja nun schon seit einiger Zeit hier auch auf YouTube stark vertreten und ich habe mich dieses Mal für ein Booster Set entschieden, und zwar ein Lifting, also ein Intensivlifting und ein Antifalten Booster Set. Diese ganzen Geschichten gibt es natürlich auf dem, also online zu kaufen. Das werde ich euch verlinken. Es gibt auch einen Set-Konfigurator, damit ihr euch diese Pflegebooster selbst zusammenstellen könnt. Es gibt auch noch Cremes von denen. Also ich habe hier mal zwei, die habe ich allerdings noch nicht benutzt. Ich bin da ganz ehrlich, das ist diese Hyaluronic-Creme für normale Haut und dann diese Lifting-Creme für sehr trockene Haut. Man kann diese Booster, das finde ich eben das Schöne, deshalb habe ich das auch angenommen, diese Kooperation. Man kann sie mit der eigenen Creme, die man schon hat, und ich benutze ja seit 2 Jahren, ihr wisst, was ich benutze, man kann das also ganz wunderbar mischen. Ja, also was macht dieser Antifaltenbooster? Den Antifaltenbooster, ich halte ihn noch mal hoch. Das ist der roséfarbene, den benutze ich am Morgen. So, und das blende ich jetzt gleich mal ein, was ich damit alles mache. So, ich zeige euch jetzt hier die Anwendung des Antifaltenboosters. Es ist eine gezielte Antifaltenpflege bei Mimikfältchen, Zornesfalte, Lachfältchen, Krähenfüßen und ein idealer Einstieg in die Anti-Aging-Pflege. Ihr seht, ich werde jetzt diesen Booster mit meiner Hyaluronic Urea Creme von Dalton mischen. 3 Tropfen da aufgeben, mit der Pipette gezielt jetzt mit den Fingerspitzen vermischen und sanft auf die Haut aufgeben. Nachdem ich das schön einmassiert habe, habe ich erholte Gesichtszüge und eine glatte Haut. Es ist ein Top-Anti-Aging-Wirkstoff und wie gesagt, man kann ihn mit der eigenen Creme oder mit der Beauty Mates Creme mischen. Beauty Mates ist ein deutsches Startup-Unternehmen aus Bayern und sie haben sich speziell auf Wirkstoffkonzentrate konzentriert. Es ist nur drin, was die Haut braucht, also ohne Konservierungsstoffe oder Duftstoffe. Alles vegan, tierversuchsfrei. So, ihr seht, ich klopfe das jetzt hier ein. Ist für alle Hauttypen geeignet. Immer sanft zu euch sein, nicht rubbeln, nicht reiben. Und Hals und Dekolleté bitte nicht vergessen. Jetzt nehme ich nochmal diesen Wirkstoffkomplex und werde jetzt das aufgeben in purer Wirkung, also pur. Ja. Und zwar hier, wo die Fältchen besonders stark ausgeprägt sind, nämlich auf der Oberlippe. Und benutze jetzt so einen Rosenquarzroller und werde mit diesem Rosenquarzroller das sanft einmassieren. Man kann wie gesagt diesen Wirkstoff mischen, man kann ihn pur aufgeben, man kann ihn vor der Creme aufgeben. Es gibt 3 Möglichkeiten. Für alle Hauttypen geeignet. Und immer vom Gesicht weg. Ja? Ihr müsst immer vom Gesicht weg massieren. Und durch die Kühle dieses Halbedelsteins, finde ich, hat man eine besonders tolle Wirkung am Morgen. Was eben auch wirklich sehr schön ist, wenn man das mit der Augencreme mischt. Ne? Also ich habe ja hier meine Augencreme, meine Q10, die ich jetzt auch rauf und runter benutze, morgens und abends. Und wenn man jetzt punktuell noch so ein bisschen diesen Antifaltenbooster oder diesen Liftingbooster aufgibt, das mache ich besonders gern in der Nacht. Denn dieser Liftingbooster, das ist jetzt diese lilafarbene, das lilafarbene Etikett.
Man kann das gezielt aufgeben, also pur, man kann es mischen mit der Creme oder man gibt es auf und gibt die Creme darüber. Also es gibt drei Anwendungsmöglichkeiten und das finde ich sehr, 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 sehr sympathisch. Jetzt habe ich mich auch noch versprochen. Das passiert leider bei einem Video. Ich muss mich erstmal wieder so eingrooven hier mit diesen Videos. Ich habe ja den ganzen Sommer über andere Videos gemacht, wisst ihr ja. Und jetzt müssen wir wieder mal so ein bisschen in die Skincare und Beauty-Routine hereinrutschen. Also ich hoffe, ihr habt ein Nachsehen. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesen Boostern und einige Mädels von euch haben sie auch schon. Und ich, also was ich so mitbekomme an Mitteilungen von euch, mischt ihr die Sachen oder ihr benutzt nur Beauty Mates. Diese Sachen sind sehr gut miteinander kombinierbar, total hautverträglich und ich habe eine empfindliche Haut und ich bin wirklich glücklich damit. Und es gibt der Creme nochmal so den richtigen, diesen so einen echten Kick und es ist auch sehr sparsam, also sehr anwenderfreundlich, sehr sparsam. Ihr habt lange was davon. Ich habe euch auch schon diesen Bräunungsbooster vorgestellt. Den benutze ich auch nach wie vor immer noch. Ich habe zum Beispiel keine Foundation drauf. Das ist jetzt der Bräunungsbooster gemischt mit der Hyaluronic-Creme. Den kennt ihr ja auch schon. Und den werde ich auch weiter benutzen. Und das Schöne ist ja, dass man gerade jetzt Maskenpflicht ist, das mit einem Make-up so ein bisschen blöd, ne? Also da habt ihr nichts in der Maske drin. Um nochmal auf diesen Lifting Booster zu sprechen zu kommen. Also den benutze ich in der Nacht mit meiner Q10 Nachtcreme und er verspricht eben ja so straffe Gesichtszüge und man hat wirklich morgens eine schöne. Was heißt jetzt gestrafft? Ihr wisst, alles ist eine Sache der Zeit. Wir können den Alterungsprozess auch nicht also verhindern. Wir können ihn aber aufhalten, so ein bisschen aufhalten und etwas für unsere Hautpflege tun und Konzentrate, ob das Ampullen oder Booster sind, sind nun mal das A und O, das Nonplusultra in der Kosmetik, um unsere Haut zu pflegen. Dieser Straffungsprozess ist natürlich auch hier sehr schön für, ne? Wenn man jetzt hier so die Gesichtszüge, die erschlaffen ja so ein bisschen im Alter und man kann es eben auch sehr schön in eine Massage mit einbinden, ne? Entweder pur. Ihr habt das ja mit diesem Rosenquarzroller gesehen oder auch ein Jade-Roller geht auch. Egal was für ein Roller, kann man das schön verarbeiten. Ne? Also einarbeiten, so ein Booster. Und wie gesagt, es macht immer nur die Regelmäßigkeit. Also nicht jetzt einmal aufgetragen und denken, boah, passiert ja gar nichts. Es ist immer die Regelmäßigkeit. Diese Booster, die könnt ihr im Set bestellen. Das gibt es zum Beispiel als Set. Man kann sie einzeln bestellen. Man kann sie in Verbindung mit einer Creme bestellen. Es gibt zwei zur Auswahl. Ihr geht auf den Set-Konfigurator und könnt euch individuell auf der Seite von Beauty Mates euer persönliches Pflegeset zusammenstellen. Das ist ganz, ganz einfach, ganz easy. Die Booster sind alle super erklärt. Und ich habe das ja schon mitbekommen hier. Wie gesagt, das stellen einige Mädels hier vor. Sie sind super verträglich, selbst für die sensibelste Haut. Und made in Germany. Tja, meine Lieben, was habe ich denn sonst noch für Hautpflegeroutinen. Ich habe zum Beispiel Routinen, dass ich sehr viel Fahrrad fahre und noch schwimmen gehe. Das hat aber jetzt nichts mit der Hautpflege zu tun. Das hat was mit der äußeren, mit diesem Fithalten zu tun. Aber was ganz, ganz wichtig ist, was euch eben auch fit hält und eure Haut straff hält, ist regelmäßiges Trinken. Jetzt lacht nicht. Wirklich trinken. Ja? Also Wasser trinken. Kaffee und Tee und Alkohol giltet nicht. Also entweder irgendwelche Säfte, Schorlen, also verdünnte Säfte, Tees, Kräutertees, aber Wasser. Also ich trinke am liebsten Wasser zwischen 2 bis 3 Liter am Tag und das auch im Winter beibehalten, weil dann haben wir zwar nicht die Sonne, aber dann haben wir die trockene Heizungsluft. Es ist ganz entscheidend, wie sich unser Hautbild gestaltet, wie es, naja, wie sich das so entwickelt, ob wir genug trinken oder nicht. Das kann man nämlich, also wirklich, es gibt Studien, die das beobachtet haben, wie so eine Haut aussieht, wer zu wenig Flüssigkeit aufnimmt. Ne? Dann hat man eben diese Trockenheitsfältchen, besonders hier rum. Hier ist ja die Haut ganz, ganz dünn, ne? Also so etwas pergamentartig und überhaupt. Also gesunde Ernährung, viele Vitamine, vielleicht weniger Fleisch essen. Und Bewegung an der frischen Luft oder generell Bewegung, viel an die Luft gehen, ne, von außen Vitamin D tanken, Sonneneinstrahlung. Wir haben jetzt den Herbst, den wunderschönen bunten Herbst, auch wenn es jetzt mal regnet, was ja auch ganz gut ist. Also es gibt so ein paar Sachen, die man einfach für sich tun kann. Und die tun ja auch der Seele gut, nicht nur der Haut. Ne? Also rausgehen, Sport machen und natürlich auch lachen.
Sag ich euch ganz ehrlich, fröhlich sein, nicht so verbiestert und so wie so ein Grießkram durch die Gegend rennen und alles scheiße finden und so die negative Einstellung. Also eine positive Einstellung ist auch ganz, ganz wichtig für unser Gesamterscheinungsbild. Ihr werdet mir recht geben, die Mädels, einige vielleicht auch nicht, ist aber auch wurscht, aber zum größten Teil ist es so, weil so wie man denkt, ne, so wie man drauf ist, das strahlt man natürlich auch aus, ne? Und ob man sympathisch wirkt oder nicht. Also es ist nicht nur die Pflege von außen, es ist das Gesamtkonzept Mensch. Die Pflege, was wir zu uns nehmen und wie wir uns geben, mit was wir uns umgeben, wie wir eben so sind. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Für die Ladies, die neu sind, ihr könnt mich gerne hier abonnieren. Klickt einfach auf den Button drauf und könnt auch die Glocke aktivieren, um keins der Videos zu verpassen. Es würde mich mega freuen, dass unser Kanal, unsere Community weiter wächst. Es ist ein Kanal Best Ager, wie eine virtuelle Frauenzeitschrift. Es gibt hier nicht nur Beauty, die Spannbreite ist sehr, sehr groß. Ihr könnt gerne mal in meine Playlist schauen, was da so alles geboten wird. Ich freue mich über jede neue Zuschauerin, die ich hier begrüßen darf. Und wie gesagt, ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch. Und bis ganz bald, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.